Herzlich willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe von Renner redet. Heute live hier auf Instagram mit euch und selbst noch nicht, was heute alles passieren wird. Ich bin gespannt. Die Darlene hat sich das gewünscht. Die hat gesagt, ich soll doch mal übers HGR Musical reden. Das mache ich natürlich sehr gerne. Und ich sehe, es sind auch viele ehemalige HGRler da. Hallo! Cool, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ja. Wow. Spannend. Genau. Also, wir sehen, was heute passieren wird. Ihr bestimmt auch mit. Ihr könnt auch Teil dieses Livestreams werden. Das heißt, wenn ihr was sagen möchtet, euch hier reinschalten möchtet, dann sagt mir kurz Bescheid. Dann lade ich euch dazu ein und wir können uns ein bisschen über das HGR Musical unterhalten. Total spannende Geschichte, muss ich sagen, weil das HGR Musical ist ungefähr genauso alt wie ich. Jetzt natürlich die spannende Frage, wie alt bin ich nochmal? Jahrgang 86. Ja, das HGR Musical, die Idee entstand 1985. Da waren so ein paar sehr motivierte Lehrer, die ihr zum Großteil auch kennt. Dietmar Wenzel, Julius Wirz, Beate Stief und die Sigrid Pollmecher. Die haben sich gedacht, so ein Schulmusical, das wäre eigentlich mal eine richtig coole Sache, das zu machen. Und 2005 war das 20-jährige Jubiläum der HGR Musical AG. Da gab es dann so ein Heft, das haben der Timo Werner, den kennen vielleicht auch noch einige, der hat viel Schauspiel gecoacht. Und der Arndt Fuchs, der hat auch noch Haare gehabt. Die haben das damals rausgebracht zum 20-jährigen Jubiläum und haben ein bisschen was erzählt über das Musical. Jetzt möchte ich natürlich ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, weil meine HGR Musical-Karriere begann ja dann doch ein bisschen später. Wenn wir das hier anschauen, da gibt es auch so eine Zeitleiste bis 2005 ging das. Genau, weil da kam ja dieses Heft raus. Und angefangen hat das alles mit Alles für die Katz, dann Carmina Burana, Locomotion, A Chorus Line, Rock On, West Side Story, Grease. Und West Side Story war tatsächlich das erste 1995. Da war ich mit meinen Eltern, da war ich 9. Ja, krass. Da war damals schon Open Air. Das HGR Musical war nämlich nicht immer Open Air, das war früher Indoor. Es gab nämlich so eine alte Turnhalle an der HGR, die kenne ich aber selbst auch nicht mehr. Und genau, West Side Story war Open Air im hinteren Schulhof auch. Allerdings war die Bühne genau auf der anderen Seite und es gab so eine Feuertreppe und da haben die damals auch gespielt. Ich kann mich allerdings nur noch dunkel dran erinnern. Dann Grease 1997, da kann ich mich schon besser dran erinnern, da war ich auch mit dabei. 1999 dann A Slice of Saturday Night, da hat es mich dann schon so richtig gepackt. Und 2001 stand dann Tommy auf dem Programm, das ist eine Rockoper von The Who. Ganz spannende Geschichte, war damals auch ein bisschen schwierig, weil in Tommy geht es um einen Jungen, der den Mord an seinem Vater mit beobachtet, als dieser erschossen wird und seitdem nichts mehr redet und dann so ein bisschen so ein Freak ist und er wird ziemlich gequält von seinem Onkel und auch von seinen Freunden. Und er wird dann aber ein Flipper-Superstar und ist dann auf einmal der totale Rockstar und möchte aber eigentlich gar nicht bekannt sein. Spannende Geschichte damals, war auch ein bisschen kontrovers diskutiert tatsächlich aufgrund des Inhalts. Das war mein erstes Stück. Damals spannende Geschichte für mich. Ich war nämlich in der 9. Klasse, das war 2001 und ich war mitten im Stimmbruch. Also ich war relativ spät dran mit dem Stimmbruch. Ich war vorher ein Top-Sopran und dann nachher eben nicht mehr. Das war ein bisschen blöd. Ich hatte nämlich einen Song zu singen. Das war der Pinball Wizard. Das ist mit einer der bekanntesten Songs von The Who. Und das war mein Solo-Stück. Zumindest durfte ich das am Anfang singen. Das war echt eine ganz schön coole Sache. Problem war, dass ich halt zur Aufführungszeit dann mitten im Stimmbruch war. Da gibt es auch ein Video auf YouTube. Martin Renner, Pinball Wizard. Könnt ihr euch das mal anhören? Ich klinge ein bisschen wie Joe Cocker, finde ich. Es war auf jeden Fall jeden Abend ein bisschen spannend, ob es wohl klappt oder ob es nicht klappt. Also Stimmbruch bei den Herren, ja, immer ein bekanntes Thema, war damals irgendwie nicht ganz so witzig. Was gibt es noch zu Tommy zu sagen? Interessanterweise wollte ich zuerst überhaupt nicht mitmachen beim Musical.
Der Herr Wenzel hatte mich gefragt und ich war so, ich weiß nicht, vielleicht eigentlich keine Lust so richtig oder so. Und er hat mich, glaube ich, dann nochmal gefragt und ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Im Rückblende habe ich dann erfahren, dass das wohl nicht so lustig fand, dass ich so eine dass ich so eine Diva war. Genau, aber ich habe mich dann doch überzeugen lassen und war dann bei Tommy dabei. Interessante Feststellung übrigens auch, wenn man Teilnehmer bei einem Musical ist, dann kann man oft irgendwie alle Songs auswendig, wenn man selber nachher Leitung macht und Chorleitung übernimmt und dann alle einzelnen Stimmen einstudiert, dann hatte ich oft keine Ahnung mehr. Ich wusste manchmal nicht mehr, wie die Songs heißen. Jetzt hier bei Natürlich Blond waren immer alle, ja, können wir, weiß nicht, dieses und dieses Lied singen. Und ich war mal, ja, genau, welches war das nochmal? Und ich habe mich damals, 2001, noch über den Julius Wirtz sehr amüsiert, weil er manchmal da auch keine Ahnung hatte. Und ich dachte immer, wie kann man eigentlich so verpeilt sein? Aber das passiert dann doch schon mal ganz schnell. Genau, 2001, also dann 9. Klasse, mitgemacht bei Tommy. Dann 2003, da war ich dann in der 11., da war ich auf dem TG, da wurde ich dann extra sogar befreit, um bei Fame nochmal mitspielen zu können. Bei Fame habe ich, achso, genau, bei Tommy noch, hieß meine Rolle grandios Erster Junge. Das war dann das, was ich immer versucht habe, allen, die Musical gespielt haben bei der HGR, mit auf den Weg zu geben, dass ich gesagt habe, selbst wenn ihr jetzt keine große Rolle habt, könnt ihr nachher von der Kunst, von der Kultur leben, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst nur euren Weg finden. Schaut mich an, ich war der erste Junge und das bin ich heute. Ja, und das bin ich heute. Erstmal ohne Internetverbindung, aber aktuell fast arbeitslos. So ist das mit der Kunst. Genau, auf jeden Fall, das war so die Erkenntnis daraus, wenn man Bock hat, wirklich Kultur zu machen, dann muss man nicht die Hauptrolle haben. Dann 2003, Fame, interessantes Musical, gibt es auch Filme dazu, so eine Kunstschule, wo Kinder irgendwie Superstars werden wollen. Und ich habe den russischen Musiklehrer gespielt, eine sehr lustige Geschichte, da gibt es eigentlich auch ein ziemlich abgefahrenes Foto von mir. Ich muss mal schauen, aber ich glaube, das habe ich nicht hier. Das war dann irgendwie schon ganz interessant, weil, ja, wenn man dann doch schon ein bisschen Abstand hat zu den Realschülern, wie sich das dann alles so verhält. Aber sonst habe ich an Fame tatsächlich nicht mehr so richtig viel Erinnerungen. Ich fand es auch von der Musik her jetzt nicht so spannend. War ein paar ganz nette Nummern drin, aber ja, also mehr in Erinnerung geblieben ist dann 2005 Footloose. Das war irgendwie schon ganz cool. Können wir hier reinschauen. Genau, das war nämlich dann auch das Stück im Jubiläumsjahr. Und es ist so schön zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der älter geworden ist. Mwahaha. Ah, es ist so schön. Ja, übrigens hier, schaut mal, die da. Das ist Nicole Mead. Die kennt ihr vielleicht aus dem Dschungelcamp. Ja, also manche haben es auch weit gebracht und genau, das war damals bei Footloose. Interessantes Musical, gibt es auch einen Musicalfilm zu, es gibt den klassischen und dann gibt es eine Neuverfilmung, sind beide eigentlich sehr gut, gefallen mir total gut, schaut euch das mal an, da waren echt schöne Songs drin. Da habe ich dann zum allerletzten Mal bei der HGR selber auf der Bühne mitgespielt. Also das heißt, ich habe aktiv 3 Musicals mitgespielt, nämlich Tommy, Fame und Footloose. Und bei Footloose habe ich den Onkel des Hauptdarstellers gespielt, der nicht so glücklich war mit der Entwicklung seines Neffens, weil sie wohnen auf dem Land und der Neffe kommt aus der Großstadt und er benimmt sich so ein bisschen daneben. Schönes Zitat aus Footloose war für mich: wenn wir unseren Kindern nicht vertrauen, wie sollen sie sich dann jemals als vertrauenswürdig erweisen? Das war für mich so ein Spruch, der hat sich über die nächsten Projekte immer irgendwie weiter durchgezogen, weil ich mir dachte, das ist eigentlich total eine clevere Aussage. Und es war immer wichtig, irgendwie den Schülern zu vertrauen, weil letzten Endes stehen die auf der Bühne. Wir konnten es ja dann sowieso nicht mehr retten. Genau, sehr schön, Footloose. So, und jetzt kommen wir zu den Sachen.
Dann habe ich geswitcht, ja, von der Bühne ins Leitungsteam. An dieser Stelle herzlichen Dank an den Julius, der mir das ermöglicht hat. Er hat nämlich irgendwann gesagt, ach Martin, wenn du Lust hast, Chorleitung zu machen, mach doch einfach. Das finde ich eine grandios gute Fähigkeit, einfach irgendwann zu sagen, haha, ja, Alex, ja, so tiefgründige Aussagen gab es da. Es ist auch verrückt, dass ich das immer noch weiß. Ja? Ich habe auch nachträglich nicht mehr groß drüber nachgedacht, aber das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Das fand ich schon ganz schön clever. Ja. Herzlichen Dank nochmal an den Julius Würz, der einfach gesagt hat, hey Martin, mach doch einfach mal. Und dann habe ich angefangen mit der Chorleitung bei Copacabana. Und das war 2007. Und da muss ich sagen, habe ich zwei ganz besondere Personen auch kennengelernt, die, ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich gerade nicht da sind. Das sind der Marc und die Manu. Er hat sich auch ein bisschen verändert. Schaut mal hier, das ist der Marc. Und ja, Marc und Manu haben da damals wirklich so die Hütte abgerissen bei Copacabana. Da gab es für die HGR Musical AG danach auch den Toto Lotto Musiktheaterpreis. Da waren wir dann in Stuttgart im Theaterhaus und haben da nochmal spielen dürfen so ein bisschen. Das war echt ein ziemlich cooles Projekt, wobei ich auch sagen muss, die Musik war jetzt irgendwie so... Ja, also es gibt ja viele Leute, die immer über Barry Manilow lästern, weil seine Musik anscheinend nicht so cool ist. Ja, es war schon irgendwie okay. Die Story war so ein bisschen... Also wenn ihr den Song Copacabana anhört, dann ist das eigentlich die Story. Also her name was Lola, she was a showgirl. Lola ist ein Showgirl und möchte unbedingt Karriere machen. Und dann kommt sie da hin in diesen Nachtclub und lernt da den Tony kennen. Und dann gibt es diesen anderen Clubbesitzer, der dann irgendwie, weiß ich nicht, sie in seinen Club rüberzieht und er wird aber nachher erschossen und so. Also ja, aber war trotzdem eine ganz coole Zeit. Und was ich für mich selber spannend fand, war so diese, meine persönliche Entwicklung in dieser Musical-Zeit vom Darsteller, damals bei Tommy, 9. Klasse, irgendwie einer von den Kleinsten und am Anfang auch noch nicht mal im Stimmbruch gewesen, zu später irgendwie ein Externer, der schon ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt und später dann zum Team, zum Leitungsteam gehört. Und auch da die Entwicklung über die Jahre zu sehen, am Anfang im Leitungsteam irgendwie Martin, der Partybeauftragte, ich weiß gar nicht, jetzt an alle, die gerade da sind, bei welchem Musical war der dabei, was haben wir da für Partys gemacht? Also ich weiß, wir waren einmal auf einem Stückle irgendwo Richtung Ammerbach, dann waren wir, wo waren wir denn überall? Gut, am Scheuerberg, dann auch ein paar Mal und so. Und am Anfang habe ich mich ziemlich um diese Party-Thematik gekümmert. Und je älter ich wurde, desto weniger habe ich das gemacht. Also beim letzten Mal war ich tatsächlich bei der Abschlussparty nicht mal dabei. Ja, man wird alt. Ja, Viva Rocky und Hairspray. Nach der letzten Show auf dem Scheuerberg. Ja, genau, das war irgendwie cool. Ja, bei Natürlich Blond gab es eine Party, die war allerdings in Erlenbach im... Genau, Martin, der Partygott. Ich erinnere mich an eine Party, die war legendär, die war vor Ammerbach. Da habe ich, ich weiß aber nicht mehr, wo, war das bei Copacabana oder war das danach? Und da haben wir auf einem Privatstückle gefeiert. Und dann habe ich danach irgendwie so ab 3 Uhr morgens alle Darsteller heimgefahren. Bis um, oh, ich weiß gar nicht, 4-5 Stunden lang. Und ich war nachher so fertig und ich konnte keine Landstraßen mehr sehen. Genau, im Simsalabim war das. Ja, war Copacabana, ne? Das war ganz schön abgefahren. Leck mich am Arsch, ey, diese Feier. Oh, ganz schön krass. Auch an euch die Einladung. Wenn jemand Lust hat, sich hier einzuklinken, dann sagt einfach hier im Chat Bescheid, dann lade ich euch mal dazu ein. Ich habe das zwar auch noch nie gemacht, aber dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten, wenn euch noch irgendwelche coolen Themen einfallen. Genau, ein Video vom betrunkenen Timo. Ja, das, der hat ja schon immer relativ viel, weggebechert. wir haben auch mal Partys im Kreativ gefeiert, erinnere ich mich dran. Ich weiß noch, bei einem Musical hatten wir eine Party im Kreativ und da kam danach irgend so ein Typ, der hat vor der Türe randaliert und dann mussten alle durch den anderen Ausgang, also raus, weil der einfach nicht gehen wollte. Das war schon ein bisschen grenzwertig. Ich glaube, das war wahrscheinlich dann bei Flashdance, weil den wieder irgendeine der Darstellerinnen kannte und dann eingeladen hat, so wie das immer läuft, und dann stehen die vor der Tür und dann wird man sie irgendwie nicht los. Genau.
Copacabana war das Thema. Musical-Preis, wow, voll cool. Das war schon eine coole Sache irgendwie. Und ich habe es eben schon gesagt, der Marc war da dabei. Cooler Typ, hat inzwischen ja Musical studiert und man durfte ihn auch sehen auf der Deutschlandtour von Grease. War echt großartig, total irgendwie so, man sitzt da und denkt sich, hä? Den kenne ich. Und er war auch zuletzt wieder im Kreativ, hat einen Livestream gemacht, gemeinsam mit der Manu. Und die Manu ist nämlich die andere, die hier dabei war. Und das war irgendwie super, super cool. Das ist die Manu. Damals, guckt sie euch an. Und die Manu hat dann auch in Hamburg gemeinsam mit dem Marc, die sind nämlich zusammen dann dahin gezogen, hat dann auch an der Stage School studiert und macht inzwischen ganz viel so Mucke, ist auch oft auf der AIDA unterwegs und macht da so Shows und ist einfach eine grandios gute Sängerin, aber war sie damals auch schon. Und wenn ihr denkt, die sieht doch aus wie eine, die ich kürzlich im Fernsehen gesehen habe, dann ist das richtig, aber dazu kommen wir später. Schön, Copacabana, Mensch, abgefahren, ich muss mal schauen, es gab auch immer diese legendären Kalender. Ah ja, schaut mal da. Der Michael Schaffert, ja, das war ja der Fotograf irgendwie beim HGR Musical, der hat sich immer ein Bein rausgerissen, um diese Kalender zu produzieren. Da schaut mal, wie cool, ey. Copacabana, da wurde noch in der Schule, sogar auf dem Flur, geschminkt. Coole Sache, ey. Und dann mal sehen. Sehen wir noch bekannte Gesichter. Ja, das ist der Timo Werner, das war auch eine grandios gute Rolle als Clubbesitzer. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie hieß der? Sam oder so? Das ist ja auch so, die heißen ja irgendwie auch immer alle gleich in diesen Musicals, die Rollen. Auf jeden Fall eine sehr schöne Erinnerung, die Kalender. Wenn man denn genug Platz an der Wand hat, was ich hier aktuell leider nicht habe, aber schaut mal da! Der Renner. Immer wieder bekannt für guten modischen Stil und extrem guten Geschmack. Ich habe noch gedacht, ich hätte die Hose noch, aber ich habe sie wohl nicht mehr. Das hier, Julius Wirz, jahrelang Chorleitung, auch dann gemeinsam mit mir. Ist auch ein bisschen schuld dran, dass ich Chorleiter bin übrigens. Und er hat mich dann nach Bad Wimpfen empfohlen. Dann habe ich die Smartins da gegründet. Also das kam auch über den Julius. Immer super engagiert. Vielen herzlichen Dank. Wenn ich einen Mentor hatte, dann war es wahrscheinlich der Julius. Dann hier Sigrid Pollmecher, Beate Stief in einem etwas zu großen T-Shirt und Dietmar Wenzel, der, ja, sozusagen Projektleiter, der da ganz vieles am Laufen gehalten hat und dann Timo Werner, der das Schauspiel gemacht hat. Mensch. Coole Sache. Ja, das mit den Hosen, was soll ich sagen? Barfuß war ich auch tatsächlich immer. Ich fand das irgendwie immer cool. Ich habe mir auch überlegt, ob ich heute jetzt irgendwie was Besonderes anziehen soll, weil Livestream und Leute schauen zu. Und habe ich mir gedacht, ihr kennt mich doch nur so. Ja, das würde euch ja schockieren, das würde euch jetzt ja völlig überfordern. Guck mal, hier Uwe Beste. Ha, den hatte ich jetzt fast unterschlagen. Da ist er. Nice Friese, Alter. Oh man. Mal schauen, wer ist da noch dabei? Ist da noch irgendjemand? Der Arndt! Mit H! Abgefahren. Mensch, ach Gott. Oh yay, oh yay. Ja, und das Coole war nämlich noch mit Marc und Manu, vielleicht noch zur Ergänzung. Ich habe die nach dem Musical gleich bequatscht und habe gesagt, lasst uns eine Band gründen. Die hieß dann Funky Fresh. Und ja, geil, danke. Ja, das schöne T-Shirt, das passt gut zu meinem Teint. Wir haben dann Funky Fresh gegründet und dann habe ich mit den beiden gesungen. Rückblickend muss ich mir immer noch sagen, krass, dass ich mir das angetan habe, mich mit solchen Granaten auf die Bühne zu stellen. Da kommt man nur abstinken dagegen. Aber es war sehr witzig, weil die beiden am Anfang gar nicht so die Rampensäue waren. Also die haben sich wirklich total zurückgehalten und ich war immer derjenige, welche das... Und die beiden waren immer eher zurückhaltend und haben das dann aber doch irgendwann adaptiert und eskalieren seitdem völlig. Ja, ja, sehr schön. Der Marc hat auch mal zu mir gemeint, er weiß gar nicht, ob er weitergemacht hätte, wenn das damals mit der Band und dann auch mit dem Kreativmusical und so nicht gewesen wäre. Freut mich natürlich, wenn
das auch langfristig irgendwie Früchte trägt und bin auch ein bisschen stolz. Ja, sehr schön. Nee, wirklich. Cool. Copacabana. Wenn ihr Fragen habt, fragt, wenn ihr euch reinschauen wollt. Sagt's. Ja, ich muss hier nicht die ganze Zeit alleine reden. Ich kann das schon, aber ich muss es nicht. Was haben wir als nächstes? Es ist übrigens ja schön, hgr-musical.de. Die Seite ist ja online noch als so eine Art Online-Museum. Ja, da könnt ihr immer noch nachschauen, wie die Projekte damals waren, was wir da alles so gemacht haben und so. Sehr, sehr cool. High School Musical, stimmt, das war das nächste. Abgefahren. Ja, High School Musical, einige haben danach gesagt, ja, das war ja so ein bisschen schwach auf der Brust inhaltlich. Ich fand es trotzdem irgendwie cool, es war nämlich so total, total cool. Ich fand die Musik eigentlich auch ganz, ganz, also ich bin sowieso so ein Pop-versauter Typ, also irgendwie so Popmusik finde ich eigentlich ganz cool. Und da war High School Musical eigentlich auch ganz schön. Und dann schau mal, wer war denn da dabei? Das ist doch der Haberbosch! Voll cool. Ah, Darlene, sehr cool, ja. Wenn ich dann bei Natürlich Blond bin, dann hole ich dich dazu. Der Haberbosch. Kennt ihr den? Patrick Haberbosch, inzwischen Sänger bei Snow und macht auch so selber manchmal irgendwie Mucke. Und ich habe gehört, dass er nach der Musical-Aufführung irgendwie waren die zusammen auf dem Talmarkt in Bad Wimpfen und da war wohl ein Mädchen, die fand ihn irgendwie cool und hat ihn dann berührt und meinte nach so, ich habe Patrick Haberbosch angefasst. Hut ab. Also wer das schafft, so einen Hype um sich zu generieren, krasse Sache. Mal schauen. Ich habe gerade gesehen, der Arndt hat sich auch reingeschalten. Grüß dich, Arndt. Da ist er nämlich auch wieder. Nee, wo? Da. Ah, schon mit ein bisschen weniger Haaren. Und mal gucken, gibt es auch noch ein Bild vom Leitungsteam? Ich wollte nur schauen, ob ich mich irgendwie im Bereich kurze Hosen weiterentwickelt habe, aber auch sehr geil. Bei High School Musical gibt es die Szene, in der Sharpay einen Kuchen ins Gesicht bekommt. Das ist das hier. Und das war normalerweise immer nur Sahne auf Tortenboden. Und zur Derniere wurde eine schwarze Wilder Kirschtorte spendiert. Und ich glaube, da gibt es sogar ein Slow-Motion-Video von, wie sie diese Schwarzwälder Kirschtorte volle Lotte ins Gesicht bekommt. Das war wirklich witzig. Oh Mann. Der Nierenschatze, ja, sowieso immer gern gesehen. Ich war wirklich auch so ein beliebtes Opfer für Der Nierenschatze. Das, ja, weiß ich auch nicht. Bei irgendeinem Musical, es kann sogar sein, dass das bei High School Musical war, da war dieser Barbara Streisand Song irgendwie in den Charts. Das hat dann dazu geführt, dass das Ensemble bei der Derniere auf der Bühne, nee, eigentlich immer beim Verbeugen, glaube ich, auf der Bühne stand. Und wenn ich dann dazu kam, dann singen, Martin Renner. Ich glaube, der Stefan Belz, der auch da ist, Grüße, der singt das manchmal heute noch, glaube ich, wenn er mich sieht. Oder zumindest sagt er oft, Martin Renner, wenn er mich sieht. Crazy. Oh Mann. Ja, wir hatten schon Spaß. Also ich muss sagen, das war wirklich auch das, was mir über die ganzen Jahre, Jahrzehnte am meisten Spaß gemacht hat. Natürlich dann mit euch, mit den Schülern irgendwie zu arbeiten. Und ich habe da mal durch, also ich müsste eigentlich jetzt gleich mal rekapitulieren. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Musicals. Also so, genau, Sören, ich sehe aus wie Martin Renner. Mhm. Und er trägt einen Anzug. Finde den Fehler. Ja, eigentlich hätte er mit einem Jogginganzug rauskommen müssen. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Musicals. Ja, krass. So 250, 270 Schüler waren da in Summe dabei. Wo sind die denn alle? Ja, beim nächsten Beauties and the Beats Konzert oder Kreativmusical möchte ich euch mal alle sehen. Da brauche ich ja gar keine Tickets mehr zu verkaufen. Das ist tatsächlich auch, muss ich sagen, an der Stelle so ein bisschen so ein Wermutstropfen. Ja? Also ich habe mir manchmal schon so Gedanken gemacht, man verbringt irgendwie
ein Jahr wahnsinnig intensive Zeit miteinander. Also ich habe einige von euch innerhalb dieses Zeitraums 3-4 Mal die Woche gesehen. Und dann sieht man sich danach noch kurz und dann gibt es immer noch eine Abschlussfahrt. Wir sind ja mit der HGR Musical AG dann immer zu anderen, zu Profi-Musicals gefahren. Und dann ist irgendwie Schicht im Schacht. Das finde ich irgendwie schade. Ich fand es tatsächlich manchmal auch schade, dass ich die allerwenigsten von euch dann mal bei einem Konzert gesehen habe oder so. Hätte mich gefreut. Vielleicht holt ihr das mal nach. Ich würde mich immer noch freuen. High School Musical. Gibt es dazu sonst noch irgendwas zu sagen? Ah, ich glaube, die Annika, die schaut gerade zu. Die hat auch mitgemacht. Annika, war das dein erstes Musical? High School Musical? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube schon, ja, gell? Weil danach, We Will Rock You war ja dann Killer Queen, ne? Ja, We Will Rock You. Nächste Geschichte, wann war denn das? 2011. Sakrafix. 2011, ja genau, We Will Rock You. Muss ich sagen, wenn mich jemand fragt, was meine Lieblingsproduktion war, dann war es wahrscheinlich We Will Rock You. Alle anderen so, was? Nein, kannst du nicht machen. Nee, aber, ja, wobei, eigentlich habe ich so drei Favoriten. Also We Will Rock You ist auf jeden Fall vorne mit dabei. Ja, ich weiß, ich bin ganz schön alt, ja. Ich merke das vor allem auch immer an den Leuten, die bei den Musicals mitgemacht haben, wenn ich die mal wieder sehe und dann denke ich mir, oi, sind die alt geworden? ja. Das ist so die Erfahrung des Lebens. Hallo. We Will Rock You. Da waren auch zwei dabei, die bis heute irgendwie noch ziemlich engen Kontakt zu mir haben. Das sind nämlich die Sophie und die Anna. Der Sophie verdanke ich übrigens Beauties and the Beats, weil sie hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht mal einen A-Cappella-Chor gründen möchte. Also Credits gehen hierfür an die Sophie. Wenn ihr sie seht, sagt herzlichen Dank. Wenn ihr Beauties and the Beats nicht mögt, dann sagt ihr irgendwas anderes. Genau, und das war, Mann, wie Rock You, das war echt, aber ich meine, klar, Queen-Musik, mega geil. Ja, hier, guck mal, da sind sie alle drauf. Sophie vorne mit Mark und dann hinten die Anna und der Kenny. Der ist irgendwie auch so abgetaucht. Aber sein Bruder ist ja noch da. Der singt jetzt bei den Wogtails. Gut, We Will Rock You. Ja, echt mega coole Nummer, super coole Rockmusik. Wir haben die Hütte echt abgerissen. Und was man auch sagen muss, da war das so, der Mark war da schon so ein bisschen in Richtung, ich möchte Musical-Darsteller werden. Und das war für uns als Leitungsteam super cool, weil der das Ensemble einfach mitgerissen hat. Weil das war so der erste Moment, wo ich sagen muss, da war ich schon nicht mehr. Ja, den kenne ich doch. Das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin doch kein Schüler mehr, ich bin irgendwie doch schon was älter. Und der Marc hat das dann total gut gemacht, weil er war so dieses Bindeglied und der konnte den Schülern manchmal besser in den Arsch treten als wir. Deswegen war das super gut. Und ja, der hat die aber auch wirklich gut motiviert und das war irgendwie, war das echt eine coole Sache. Patrick Haberbusch übrigens auch wieder dabei. Ich habe da Patrick Haberbusch angequatscht. Nein, ich mache nichts fürs HGR Musical. Das war nur so eine Idee, die Darlene hat zu mir gesagt, ich soll mal ein Renner redet machen zum Thema HGR Musical und deshalb passiert das jetzt. Genau, ja, absolut beste Rasterfrisur. Those were the days of our lives. Ja, ich war heute auf dem Schulhof von der HGR übrigens, da kam mir der Song in den Sinn, weil ich mir dachte, das war schon, also irgendwie so rein emotional war HGR Musical schon krass. Ja, also wenn ich auf diesem Schulhof stehe und es ist, also für mich war es heute wirklich ganz, ganz schwer, weil es wird ja alles umgebaut. Diesen Glasgang, den es da gab, den gibt es nicht mehr. Diesen überdachten Schulhof dahinter, wo irgendwie immer abgesperrt war, den gibt es irgendwie auch nicht mehr. Und ja, das war irgendwie ganz komische Atmosphäre da. Aber Zeiten ändern sich. Ja, wir werden irgendwie älter und man merkt das so. Klar, Veränderungen immer. Und
Es finden ja aktuell auch keine Musicals mehr auf dem hinteren Schulhof statt. Deswegen war ja natürlich Blond dann später auch schon in der Balei, weil eben dieser Umbau stattfindet. Schade. Irgendwie. War cool. So war das nämlich. Genau, der Herr Berger, der geht auch in Ruhestand. Abgefahren. Die haben jetzt eine neue Toilette an der HGR. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja ein Fortschritt. Ich fand die alten Toiletten tatsächlich nicht ganz so prall. We Will Rock You. Wenn ihr auf die Homepage geht, hgr-musical.de, da gibt es ja auch so Videos, also Best of We Will Rock You zum Beispiel. Wusstet ihr das eigentlich? Abgefahren. Ey, Best of We Will Rock You, dieser Zusammenschnitt auf YouTube, hat fast 200.000 Aufrufe. Crazy. Mai oh Mai. Schaut da mal rein. hgr-musical.de könnt ihr dann das Video auch finden, wenn ihr auf die Musicals geht. Bilder von den Proben. Ah, Musikakademie Kürnbach und Musiksaal der HGR. Ja, krass. Genau, wir waren früher immer in Kürnbach in der Musikakademie. Das waren immer coole Tage. Da waren wir 3 Tage und haben dann da geprobt bis zum Umfallen. Und da möchte ich euch ein Bild zeigen, das nämlich auch irgendwie für mich besondere Bedeutung hat. Da einer meiner längsten und besten Freunde, Michael Stadler, langjähriger technischer Leiter HGR Musical AG, der hat da ganz schön sich den Arsch aufgerissen, dass da technisch und so echt was ging. Und da sitzen wir auf dem Case Studies sozusagen. Und da hatten wir damals so ein technisches Gespräch und haben so ein paar Sachen geklärt. War total cool. Und man sieht hier wieder Jogginghose, ja, die habe ich tatsächlich immer noch. Da hatte ich wahrscheinlich auch meine Hausschuhe an. Die sind allerdings gerade nicht da. Die stehen nämlich im Kreativ. Aber das war ja auch so. Kürnbach war schon cool, ey. Immer. Man dann daneben, hier, also rechts von uns, war immer die Tischtennisplatte, hat man dann in den Probenpausen Tischtennis gespielt und im Saal dann Durchlaufproben gemacht und jeder hatte so seine Räume und hat dann da Einzelproben gemacht. Super cool. Kürnbach. Ja, und dann bei Natürlich Blond gab es ja, also Kürnbach haben sie ja zugemacht. Es gibt die Akademie schon noch, aber aus Brandschutzgründen darf man da nicht mehr rein. Irgendwie ein bisschen bitter. Und Juten, passiert das irgendwas mit solchen, was passiert da, wenn ich da draufklicke? Nichts. Ah, okay, weil da solche komischen Herzchen fliegen, aber ich bin ja auch kein Influencer, ich kenne mich ja mit so Kram hier nicht aus. Mega. Abgefahren. Dann gehen wir weiter. We Will Rock You. Hairspray. Also ich muss sagen, Hairspray ist als Musical auch unter meinen Top 3. Was für ein cooles Musical. Ey, da gab es kürzlich auf YouTube einen Livestream, könnt ihr mal noch schauen, auf YouTube, also nicht von der HGR. Das war echt schon ganz schön cool. Vor allem auch, wenn wir jetzt die aktuelle Diskussion Black Lives Matter und so bedenken, bei Hairspray ja wirklich auch schon ein Thema. Ja, also auch politisch eine richtig coole Show, einfach, dass jeder eine Rolle spielt und dass es diese Unterscheidung, ja, man hat ja da bei Hairspray noch diese Thematik mit dem Negro Day, also es gibt diese Fernsehsendung mit Corny Collins, die Corny Collins Show, und Mr. Corny Collins, den kennt ihr wahrscheinlich auch, das ist nämlich der Marcel gewesen, aka Rachel Intervention, der hat Corny Collins gespielt, ich zeige euch den mal. Dann schaut euch den mal an. Schneidiger Kerl. Und warte, da müsst ihr noch. Schau mal, wer ist denn das mit dem blauen mit dem blauen Anzugs-Dings da? Robin, stylische Haare. An der Stelle muss ich mal sagen. Genau, der Marcel war Corny Collins und er hat in diesem Stück,
eine Show, nämlich die Corny Collins Show, und da tanzen aber nur die ganzen weißen Kinder und eine davon wird schwanger und dann gibt's Tracy, die möchte da unbedingt, Tracy Turnblad, und die möchte unbedingt in dieser Show auftreten. Das Problem ist nur, dass Tracy Turnblad ein bisschen ein etwas kräftigeres Mädchen ist und deshalb glaubt man, dass sie keine Chance hat, da mitzumachen. Und da schaue ich das mal an. Das ist Tracy Turnblad. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, die kenne ich, die war doch im Fernsehen, dann habt ihr recht. Das ist nämlich die Schwester von der Manu, die Katja. Und die war nicht im Dschungelcamp. Aber so ähnlich. Die war nämlich bei DSDS. Kinder, was ist aus euch geworden? Ich habe euch doch gesagt, macht was Sinnvolles. Ja, aus eurer Kunst. Die war bei DSDS, aber ist dann irgendwie doch vorher ausgestiegen. Das ging dann auch durch die Presse, fand ich ganz spannend, weil ich habe morgens auf T-Online irgendwie gelesen, Katja aus DSDS, weiß ich nicht, bla bla bla, so und so. Denke ich mir, wow, krass, dass ich das jetzt schon auf T-Online lesen darf. Sie hat nämlich dann irgendwie, weiß ich nicht, doch vorher schon einen Vertrag unterschrieben und war deswegen doch nicht dabei. Also von dem her, Katja, gute Entscheidung, das Beste draus gemacht, kann man sagen. Schau mal hier, der Seaweed, Grüße gehen raus an Scharaf, Scharaf. Das war, wir haben an den Probenwochen, wenn ihr euch erinnert, vor den Shows, hatten wir immer die Probenwochen auf dem inneren Schulhof und immer wenn Pausen waren, standen die ganzen Schüler irgendwie an den Fenstern, war irgendwie so wie im Zoo, also ich glaube, so kommen sich die Affen im Zoo vor, standen die alle da und haben immer rausgeguckt und Scharaf hatte da einen Fan und in jeder Pause stand er am Fenster immer, Scharaf, Scharaf. Ach, das war so schön. Oh man. Hairspray. Genau, was gibt's da noch? Es gibt übrigens, natürlich war der Michi auch Stadler immer total hinterher, diese ganzen technischen Sachen zu dokumentieren. Also auf der Homepage seht ihr auch, wie das technisch alles abgelaufen ist. Abgefahren. Mal gucken, da gibt es jetzt vielleicht aber ein Bild von mir tatsächlich auch mal in Shorts. Aber vielleicht nicht. Vielleicht hat es das nicht in den Kalender geschafft. Das wäre natürlich ärgerlich. Übrigens bei Hairspray ja auch sehr schön. Die Mutter wird ja immer von einem Mann gespielt. Super cool. Der Simon. Ja, schau mal. Anscheinend gibt es das. Ich dachte, da wären irgendwie immer so Bilder gewesen, weil das immer so ein bisschen die Chronologie Renners Shorts. Aber scheinbar habe ich mich da überschätzt. Könnt ihr euch noch an die Challenge an dem Wochenende erinnern, was wir auf YouTube gestellt haben? Die Challenge, was war das für eine Challenge? War das diese... Ja, da war irgendwas. Da, wo man so ausflippt, oder? Da alle stehen im Freeze und dann flippen alle aus. War das das? Wie hieß denn das nochmal? Und wofür war das überhaupt gut? Man weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe mit dem Seppe da mal so eine Face Edition gemacht. Von so einem Video. Das ist eine gute Frage, wie das hieß. Das gab's. Das war bei Hairspray, ja. Ich weiß auch, bei irgendeinem Musical haben wir auch mal eine Wasserschlacht gemacht auf dem hinteren Schulhof. Aber ich glaube, Harlem Shake. Richtig, Harlem Shake. Du der Harlem. Abgefahren. Oh Mann. Okay. Also das war also Hairspray 2013. Schaut es euch an. Gesellschaftlich relevant. Coole Sache. Super wichtig. Übrigens auch Grüße an den Seppe. Seppe, wie viele Musicals hast du euch mitgespielt? Ich sehe dich nämlich hier gerade. Guck mal da. Hallo, ich bin der Seppe. Dann springen wir weiter nach vorne. War das schon? Ja, Hairspray 2013. Dann Flashdance 2015.
spannende Geschichte. Flashdance 2015, letzte Inszenierung Open Air. Ja, ich weiß nicht. Also so mit Flashdance bin ich so zwiegespalten. Irgendwie, wir haben nachher schon das Beste draus gemacht tatsächlich. Also ich fand es trotzdem eine coole Sache, aber diese technische Geschichte rückblickend war das ein bisschen zu viel des Guten vielleicht. Ja, was die technische Infrastruktur anging. War irgendwie trotzdem eine coole Show. Aber der Aufwand war natürlich schon echt immens da. Das war ja schon ziemlich abgefahren. Also man hat selten etwas Abgefahreneres gesehen. Ja, der Seppe gehört auch zu den eingekauften Stars. Das ist sehr richtig. Genau. Den haben wir uns geleistet, den Celentano. Bei Flashdance, genau. Der Sören war da dabei. Sören war irgendwie so ein... Ich verkaufe nichts unter Preis. Nein, das ist alles... War ja trotzdem irgendwie alles cool. Oh, schau mal da in Kürnbach. Da habe ich mal am Sound rumgepfuscht. In Kürnbach. Allerdings habe ich die Show da noch nicht gemischt. Die einzige Show, die ich tontechnisch nachher gemischt habe, war natürlich Blond in der Ballei. Übrigens, da habe ich dann das Mischpult an mich gerissen, weil ich jahrelang gesagt habe, ich studiere die ganzen Chorsätze ein, ich weiß doch, wie es klingen soll. Und dann habe ich das gemacht. Einfach so. Schauen wir noch, was gibt es hier noch Schönes zu entdecken. Bei Flashdance, ich meine, na klar, Flashdance war natürlich super, super krass, diese Geschichte mit der Wasserwanne. Wir erinnern uns. She's a maniac and she's dancing like she's never danced before. Flatsch. Da, ich weiß gar nicht, als der Nierenscherz haben sie extra viel Wasser rein oder so. Also das war schon ganz schön beeindruckend. Ich habe danach noch professionelle Inszenierungen von Flashdance gesehen. Da hat es nicht so geflatscht. Ja, also da war die HGR schon wirklich ganz weit vorne. Auch sehr schön, als der Nieren, als der Nierenscherz. Wir erinnern uns, da schau mal, die Fabienne ist auch da. Hi, das ist übrigens, die sitzt, der gutes Timing, ja, da, gerade sind wir bei dir. Da sitzt sie und als der Nierenscherz war das irgendwie so, dass der Dr. Berger und ich dann hier oben saßen in dieser Szene. Das heißt, Maurice und Fabienne kamen da hoch und dann mussten sie erstmal den Rektor und mich da oben vertreiben. Das war irgendwie schon auch lustig. Fand ich zumindest. Coole Sache. Flashdance. Hier, da auch einer, der jetzt irgendwie Musik studiert, glaube ich. Bass. Der Tim. Guter Basser, sieht man hier. Ja, also da, guckt euch das mal an. Was der mit da, seine Finger, das ist ja... Weil ich gerade sehe, dass die Anna sich reingeschalten hat. Hallo Anna. Anna und Sophie und ich, wir haben... Dann, dadurch, dass wir so viele Musical-Projekte hatten danach, also nach HGR dann auch noch Kreativ-Musical, hatten wir so eine Reihe, dass wir bei jedem Musical immer so zu dritt ein Foto gemacht hatten in den aktuellen Kostümen. Da gab es dann auch irgendwie 5, 6, 7, 8 Stück davon. Total cool. Eigentlich muss ich die mal wieder aufhängen. Ich muss mal gucken, wo ich den Platz habe. Irgendwie, ich brauche eine. Kann mir jemand eine Wand sponsern? Genau, das war. Und jetzt ganz zum Schluss, natürlich Blond, 2017, letztes Musical für mich, HGR Musical AG. Das war irgendwie so, wir wussten, okay, es wird nicht mehr Open Air stattfinden können, deshalb hat es dann in der Ballei stattgefunden und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Inszenierungsmäßig konnte man relativ viel machen. Ich fand es eine sehr schöne Sache und für mich auch ein würdiger Abschluss aus der HGR Musical Zeit. Und zwar, erstens fand ich das Stück sehr schön, war irgendwie wirklich ein lustiges, aber manchmal auch sogar ein tiefgründigeres Stück, als man vermuten würde bei der Thematik. Und auch hier wieder waren wirklich, da schau ich mal, die Band, guck mal da, der. Ich dachte, ich hätte die fancy Shorts, aber Seppe kann das auch. Und da sogar der Lukas, guck mal, an der Trompete.
Ja, natürlich, Blond, eine echt coole Zeit. Für mich auch wirklich nochmal zum Schluss eine ganz spannende Sache. Für mich war, die Laura kennenzulernen. Weil da kam so ein Mädel an, irgendwie, und noch gar nicht so lange in Deutschland und kommt zur Audition. Und ich denke mir, die nehmen wir als Elle Woods. Und sie war irgendwie so, sie weiß nicht, ob sie das kann und so weiter. Und dann mussten wir sie wirklich überzeugen. Und ich kann euch sagen, sie konnte, ja, und wie sie konnte. Also das war wirklich überragend gut, Laura, abgefahren, ja. Also rückblickend noch viel mehr, vor allem dieses ganze Elle Woods, die dann Rechtswissenschaften studiert und die dann die ganze Zeit deutsche Sätze sagen muss, die selbst ich mir nicht ins Hirn prügeln könnte, aber die Laura konnte. Und wer da noch? Da waren ja so viele dabei. Hier. Majid. Die Döner Connection. Majid und Michael. Ja. Die zwei Jungs, mit denen treffe ich mich noch. Also haben wir uns mal wieder zum Döner getroffen. Total cool. Ich freue mich immer. Dann Sören. Sören singt schöne Songs. Sören, auch echt cooler Typ. Tiefer Bass, hat man nicht so viele von. Vanessa, da, guck mal. Vanessa hat auch Fancy Shorts. Möchte ich an der Stelle mal hinweisen. Ja, das Und dann hier natürlich wieder mit vorne dabei. Der Marcel. Cool, ey. Das war ja schon Elle Woods in Harvard. Dann schau sie an, die Girls. Und da Darlene, inzwischen auch bei den Wocktails gelandet, dankenswerterweise. Es war ja auch so lustig, weil wir hatten bei Natürlich Blond das Problem, dass Elle besitzt ja einen Hund. Und dieser Hund sollte ja irgendwie mit vorkommen im Stück. Und es gibt da so Inszenierungen, da haben die einen echten Hund auf der Bühne, aber das war irgendwie alles so ein bisschen kritisch und man wusste immer nicht so genau, wie reagiert er dann. Deshalb haben wir das mit diesem Hund hier vorproduziert als Video. Das kam dann auf der LED-Wall und diese Dreharbeiten mit dem Hund, die waren echt super witzig. Aber er hat das total gut gemacht, weil interessanterweise gibt es eine Mutter einer HGR-Schülerin, die ihren Hund dressiert und damit auf Kindergeburtstagen auftritt oder so. Und den haben wir dann genau da gefilmt und das war echt cool. Und hier natürlich, Darlene, ich habe dich nicht vergessen. und dann natürlich hier, Kyle, der geilste Auftritt aller Zeiten. Also das nenne ich mal wirklich Show-Effizienz. Ja, diese Rolle kommt auf die Bühne, ist 5 Minuten da, alle Leute flippen aus wie bekloppt, feiern ihn ohne Ende. Er ist der Star des Abends. Er hat es einfach geschafft. Ja. Majid. Wie cool. Genau. Ach, natürlich Blond. Das war schon echt nochmal schön. In der Ballei. Aber es war für mich auch klar, dass dann Ende ist irgendwie. Und jetzt muss ich mal gucken hier, Darlene. Aber so ganz ohne Open Air war schon ein anderes Feeling, oder? Das war noch eine Frage. Ja, es war schon ein anderes Feeling, natürlich. Das stimmt schon. Also so diese, wie soll ich sagen? Ja, das Gesamtflair kann man halt nicht in eine Halle projizieren. Das funktioniert nicht. Ja, das war tatsächlich schon so. Aber ich fand es trotzdem weniger schlecht, als ich vermutet hätte.
Die HGR-Musicals gibt es ja noch. Also es ist nicht so, dass es die HGR-Musicals nicht mehr gibt. Es ist einfach so, dass es ein neues Leitungsteam gibt, die das jetzt ein bisschen anders machen. Also es sind jetzt wesentlich mehr Schüler dabei und auch jüngere Schüler, die dann im Chor mitsingen dürfen und solche Sachen. Und von der alten Garde, also gut, Wirz und Wenzel sind ja ohnehin nicht mehr da. Stief und Pollmecher sind aber auch nicht mehr dabei. Also das heißt, das ist jetzt einfach ganz anders. Und genau, also es gab da jetzt sozusagen den Generationswechsel und ich bin dann ausgestiegen, wobei meine Entscheidung schon vorher feststand, weil ich auch sagen muss, dass es für mich nach all den Jahren dann doch immer so eine Sache war. Ich habe das schon gern gemacht, aber der Zeitaufwand war wirklich brutal. Ja, also es waren, ja, wie gesagt, 4, 5 Proben die Woche und alles. Und irgendwann habe ich angefangen, von der ganzen Sache zu leben. Und das war dann schon ein bisschen schwierig, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Noch, wenn man mit der Sache eben auch Geld verdienen muss. Ja, und es war für mich auch immer so ein bisschen schade, weil ich fand immer, in dem Moment, in dem die Aufführungen stattgefunden haben, danach hätten wir anfangen müssen, Musicals zu inszenieren. Weil dann wussten alle, wow, jetzt muss ich das und das machen. Und dann ist das Ganze immer so auseinandergekracht. Und deshalb eben Kreativmusical, um das Ganze fortzuführen, um an dem Level irgendwie weiterzuschrauben und zu basteln. Und das ist eventuell auch so eine Sache. Also ich hätte schon auch Lust, mal wieder irgendwie jugendarbeitsmäßig, Musical-projektmäßig was zu machen. Also da wird vielleicht in den nächsten Jahren auch von Kreativseite her mal was passieren, wenn ein bisschen mehr Zeit ist. Aber das ist so die Geschichte. Genau. So, Darlene, jetzt müssen wir gucken, wie das hier funktioniert. Ich habe schon mal irgendwie das mal nachgelesen. Wo bist du denn? Dum, 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 du. Meine Damen und Herren, da ist sie. Hi. deine Verbindung irgendwie nicht so stabil. Ja. So. Du sagst so und dann sagst du weiter gar nichts. Nee, aber du hängst bei mir. Ich weiß nicht, hast du irgendwie. Geh näher an den Router. Dim, 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 dim. Ba, 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 ba. Ja, es waren immer noch so viele Leute irgendwie beteiligt am HGR Musical, dass das einfach leider jetzt den Zeitrahmen sprengen würde, alle zu benennen. Aber natürlich auch hier, Julia ist auch da, Adam, ja, jetzt auch im Kreativmusical voll vorne dabei. Ich finde es super cool, dass du weitergemacht hast. Ja, also das ist, wäre bei dem Talent auch wirklich Verschwendung, nichts zu machen. Und jetzt hier gerade Sergej, habe ich gesehen, ist reingekommen von Smooth Design. Der hat beim letzten Musical fotografiert und ganz vieles gemacht. Ich habe hier, guck mal da, das Programmheft von Natürlich Blond. Vielleicht, das müssen wir gleich nochmal probieren. Das Programmheft von Natürlich Blond und da habe ich. Oh boy. Das ist wenigstens mal ein angemessener Blick für ein Programmheft. Ja, Chrissy, hier war auch mal dabei, genau. Da haben wir uns kennengelernt, oder? Chrissy, HGR, Musical. Das war auch ganz schön cool. Mann, guck mal, und dann hatte ich bei Natürlich Blond, hatte ich Platz für eine Werbeanzeige bekommen im Programmheft und schaut mal, was der Martin gemacht hat. Ja, also man kann sich ja dazu schalten. Julia fragt, ob ich glaube, dass das Kreativmusical dieses Jahr stattfindet. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht, aber wer weiß es aktuell schon so genau? Ich würde es mir wünschen, tatsächlich glaube ich es aktuell nicht. Aber genaueres dann zu einem späteren Zeitpunkt, da müssen wir uns ja auch mal intern noch unterhalten jetzt,
wie das alles weitergeht und so. Aber es wird auf jeden Fall, also wenn es stattfindet, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen komplizierter dieses Jahr. Also deshalb kann man von Glück sagen, dass dieses Jahr zumindest kein HGR-Musical war, weil das wäre ganz schön schwierig geworden mit so vielen Leuten. So, Darlene, wir versuchen das nochmal. Dann hole ich nachher den Uwe Besch, der auch noch dazu. Din, 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 din. Geht's jetzt? Ich hoffe sehr. Okay. Ist ja deine Handyrechnung nicht bezahlt? Eventuell. So, ich glaube, es könnte, also es sieht relativ verschwommen zwar aus, aber ich glaube, man versteht dich. So, the Ich hoffe, stream is es ist yours. Worüber möchtest du sprechen? Es hängt, ich verstehe dich fast nicht. Das müssen wir nochmal anders probieren. Warte mal, ich nehme dich da nochmal. Eieiei. Deutschland, Entwicklungsland beim Thema Internet. Deswegen schalte ich jetzt in die Schweiz. Vielleicht zumindest. Ich bin gespannt. Der Alex wollte sich noch dazu melden. Uwe Beschle. Oh, Ha! ei, Ja! ei, ei. Grüß dich. Hallo! Hallo. Alter! Ist das ein bisschen, geht es von der Verbindung? Ich habe leider auch nicht so das beste Internet hier. Nein, das geht schon, ja. Und Alex, wie geht's Alles top. dir? Ja, du, danke, voll entspannt. Ist ja alles gerade recht ruhig momentan. Ja, da werde voll die Erinnerung erwachen. Ich habe jetzt selber mal meinen Rechner durchforstet jetzt nach alten Aufzeichnungen und Dokumente, was man da noch findet. Das ist ja echt der Wahnsinn. Also es steckt so viel Geschichte drin und ich glaube, es hat auch so viele Leute geprägt, schlussendlich, die da weitergemacht haben. Also. Ja, hast du irgendwas da, was du mit uns teilen kannst oder so? Das wäre jetzt irgendwie noch. Ich glaube, es ist nicht so einfach, das irgendwie da reinzuladen, weil da so mit Handy und so, ist glaube ich nicht so einfach, wenn man das irgendwie Mensch. so YouTube live oder so, da geht es aber. Ja, aber du kannst ja einfach abfilmen. Wir sind da nicht so wählerisch. Jetzt habe ich mein Was? Handy schon festgeklebt an einem Karton, also. Ach so. Ist übrigens. Professionell. Der Alex, der hat, was hast du gemacht bei welchem Musical? Sag mal ich. Ich glaube, angefangen hat es bei. Ja, das müsste jetzt eigentlich, da ist doch Dings, die Laura ist da dabei, Laura Schäfer, die kann das sicher sagen, weil der Benne war damals auch dabei. Benne, wann war das? Das war, ich glaube, Footloose. War, glaube ich, das erste Benne auch am Start. Hallo Benne. Das war, glaube Footloose. ich, Footloose. Wenn man sein Footloose hat Essen das verliert, oder was gemacht. ist das? Das ist natürlich bitter. Genau. Also ich glaube bei Ja, okay. Footloose das erste Mal in der Band und bei Copa dann auch nochmal mitgemacht und dann hab dann einfach in der Technik weitergemacht. Weil für Technik braucht man nicht sonderlich viel Talent. Der sagt mir Ja. gerade, dass ich noch 1:50 Zeit habe. Ich glaube, dann bricht der Stream ab. Ich habe keine Ahnung. Ich würde, also wenn's abbricht, dann mache ich einfach gleich wieder einen neuen Stream auf. Ja, also das heißt, ihr müsst euch dann halt gleich wieder reinwählen. Ich bin ja gerade nur, weil da steht noch 1:33. Bei Footloose, ja, genau. Und der Alex, der alte Keyboarder. Und dann, ja, aber du warst ja schon auch so partymäßig immer ziemlich aktiv. Ja, das war eigentlich meine Kernkompetenz beim Musical. Weniger so das Musikalische oder der Rest, das war eher so die Partys danach. Die waren auch immer legendär. Ich habe auch mal überlegt, da gab es ja schon einige Partys, oder? Also Ja, nicht schon. nur eine pro Musical-Fest, teilweise gab es ja auch mehrere dann so pro Musical. Also. Ja, das hat zum Teil etwas Überhand genommen, tatsächlich, ja. Deshalb hast du wahrscheinlich irgendwann auch aufgegeben, oder? Ja, ich glaube, das ist so irgendwann, wenn man dann tatsächlich erwachsen ist, dann projizieren die Leute auf einmal alle die Verantwortung auf einen. Ja, ja, so komisch sich das Erwachsen. anhört. Was ist das? Ja, also, hä? Ja, aber das war dann irgendwie so dieser Punkt, wo ich dann auch dachte, ja, wenn du halt Teil des Ensembles bist und dann machst du das, dann ist das irgendwie so, jeder ist für sich selbst verantwortlich ein Stück weit. Also man guckt schon mal drüber, aber ja. Hast du denn Partys noch geplant, als du schon im Leitungsteam warst, oder war das dann schon Ja, nicht mehr ja. zu verantworten? Nee, Okay. das war schon, da war ich schon im Leitungsteam, ja, die Erwachsenen, ja, danke. Ja, nee, das war ja dann eigentlich auch. Ja!
Herzlich willkommen zurück zu Runde 2. Wer hätte gedacht, dass das so lang geht? Jetzt, also eine Stunde kann man wohl. Wieder was gelernt. Voll gut. Welcome back, people. Das ist Renner redet, Variante Runde 1. Heute Thema HGR Musical. Schau mal, das ist doch die Makare. Haben wir da noch Schönes? Müssen wir nur warten, bis mein Special Guest Uwe Beschte wieder am Start ist. Wir warten auf Uwe Beschte. Din, 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 din. Please hold the line. Ah, das ist so hell hier. So. Ja, ich habe jetzt mal geguckt. Ich habe tatsächlich so ein paar Aufnahmen gefunden. Ja? Ich weiß bloß nicht mehr, von welchem das ist. Und ich glaube auch nicht, dass man das allen Leuten hier zumuten kann. Das ist ja schon wirklich eine Zumutung. Ja, Videos oder Fotos? So stellenweise. Ja, Proben, Audioaufzeichnungen und so Zeug. Echt? Und das sind ja Aufzeichnungen von der Hä? Probe. Naja. Irgendwie hängst du ein bisschen, aber. Hallo? Hallo? Ich gehe mal schnell raus. Ich kann so nicht arbeiten. Oh, ich müsste eigentlich nochmal schauen, ob ich noch irgendwelche Videos da zu dem Thema, aber ich glaube tatsächlich eher nicht. Zumindest nicht so schnell verfügbar. Ich müsste mal schauen. Aus irgendwelchen Proben oder so. Also da müsste es eigentlich so viel Kram geben. Ich erinnere mich vor allem noch an diese Zeit, wo dann die Leute angefangen haben und die hatten auf einmal so kleine Digitalkameras und dann wurde schon mehr, weil Handys haben wir nicht gehabt, gell? Smartphones, weil Smartphone gab es ja nicht, gell? In der früher nichts gehabt. Ja, das, in der Schweiz ist das Internet anscheinend auch Neuland. Ja, das ist schon ein bisschen Netzabdeckung wie ein Schweizer Käse. Wo ist er denn jetzt, Uwe Beste? Kommt er jetzt zurück oder was? Darlene, wir können es gerne nochmal probieren, solange der Uwe hier rebootet. Ansonsten, wenn sich noch jemand anbieten möchte. Ah, da ist er. Nee, er ist ja schon wieder da. Wir gucken mal. Dum, dum, dum. Übrigens, die haben da zu diesem 20-jährigen Jubiläum auf diesem Heft, haben die hinten drauf alle Namen gepostet, Namen gepostet, ja genau, alle Namen gedruckt von Leuten, die das schon mitgemacht haben. Damals gab es ja noch keinen Datenschutz, glücklicherweise. Und das sind echt ganz schön viele, sakra fix. Also das, was der Alex gerade vorhin noch angesprochen hat, also das HGR Musical hat ja schon sehr, 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 sehr viele Leben irgendwie beeinflusst. Und ja, ich denke eigentlich da, die ganze Arbeit, die vier HGR-Lehrer gemacht haben über die Jahre, Lehrer und Lehrerinnen, kann man eigentlich nicht hoch genug bewerten. Also auch für mich, ich muss sagen, ohne die HGR, ohne die HGR Musical AG, wüsste ich nicht, was ich jetzt tun würde. Echt schwierige Frage eigentlich. Deswegen abgedreht. Ja. Ah, danke. Vielen Dank, Julia. Ja. Nee, es war so. Ich glaube, das Coole an dieser Geschichte, und das war auch so ein bisschen das, wieso ich, glaube ich, auch mit dem Ehrenamt dann weitergemacht habe. Weil dieses Geben und Nehmen, das ist irgendwie super. Ja, also. Das gibt einem so viel mehr als alles andere. Deswegen kann ich immer jedem nur empfehlen, sich irgendwo zu engagieren und am besten mit jungen Leuten. Ich meine, einige von euch sind ja jetzt auch nicht mehr so jung. Bringt euch irgendwo ein, unterstützt junge Leute darin, ihren Weg zu finden und vor allem, und das war mir irgendwie immer wichtig, also das war so ein bisschen auch meine Philosophie beim HGR Musical. Ich meine, das, was wir gemacht haben, war ja schon so ein bisschen übertrieben, ja. Also viermal die Woche proben und dann samstags und sonntags und krass. Aber mir war es irgendwie wichtig,
dass ihr versteht, dass wenn man sich richtig anstrengt, man auch richtig was reißen kann. Und das ist eigentlich für mich so die große Überschrift beim HGR Musical. Das war so, okay, wir geben alles, um alles zu erreichen. I want it all and I want it now. Und wenn man das verstanden hat, dann, ja, dann geht im Leben einfach so vieles, weil also Leute, die sich immer beschweren über irgendwie und dann immer wollen, dass irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Institutionen oder der Staat oder wer auch immer alles für sie regelt, da denke ich mir, ihr seid doch selber groß. Regelt doch, macht doch. Ja, es ist doch alles frei hier. Und das war wirklich HGR Musical AG im wahrsten Sinne des Wortes für mich eine gute Schule, wenn nicht sogar die beste Schule. Also für mich sowieso, ja. Ich meine, ich habe ja dann das auch nachher zum Beruf gemacht. Aber das ist das, was ich eigentlich immer weitergeben will. Ja, strengt euch an, macht euer Ding. Seid künstlerisch, sozial, weiß ich nicht, tätig. Jetzt gucken wir nochmal, ob der Alex jetzt dazukommen kann oder nicht. Und ansonsten die Darlene. Gibt es sonst noch jemanden, der noch was beitragen möchte, was beitragen kann? Dun, 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 dun. Die Verbindung wird gehalten. Din, 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 din. Ah. Diese neuen Medien. Anscheinend funktioniert es nicht. Dann versuchen wir es mal mit der Darlene, dass es funktioniert. So, geht's jetzt? Bitte sag mir, es geht. Ja, ich glaube schon. Ja. Geil. So, Ja, also cool. zumindest besser als eben, ja. So, herzlich Ja. willkommen im Livestream. Darlene war dabei bei Natürlich Blond und du wolltest erzählen oder ich weiß es nicht. Also ihr verdankt ihr übrigens auch diesen ganzen Abend. Ja, weil sie hat sich gewünscht nach meinem Aufruf, ich soll doch mal ein bisschen über das HGR Musical sprechen. Ja. Genau, das habe ich jetzt gemacht. Hast du noch Fragen oder willst du was sagen oder? Auch Fragen eigentlich nicht. Du hast eigentlich so alles schon mit reingenommen. Also du hast vieles vorweggenommen tatsächlich. Ich finde es tatsächlich mega schade, dass ich nur bei Natürlich Blond dabei war. Ich bin einfach im falschen Jahr geboren, keine Ahnung. Naja, aber vielleicht auch noch im Richtigen. Ja, also Ja. das kann man so und so sehen. Ja, also Natürlich Blond war ja dann auf jeden Fall noch. Also das war ja dann schon noch cool. Doch, auf jeden Fall. Also ich meine, dass ich mich sogar daran erinnere, dass also HGR bringt ja immer den Blickpunkt raus. Weiß nicht, wie lange es das jetzt schon gibt. Ja. Und da stand damals drin, also 2017 über Natürlich Blond, also sie haben ja mehrmals über uns berichtet. Und als wir dann die Aufführungen hatten, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber da stand dann bla bla bla, Natürlich Blond, die wahrscheinlich beste Produktion jemals. Ja, wobei die Also Sache ist, bei ich glaube, dass das fast nach jedem Musical da stand, aber ist auch eben. lustig. Pass auf, wir Ja. machen mal den Test. Welches war euer Lieblingsmusical jetzt? Und jetzt pass auf, lustig. Wir warten ganz kurz, weil jetzt schreibt dir nämlich jeder das Musical, bei dem er selber dabei war. Genau. Nein, das ist ja Nee, auch, also. also das ist ja auch das. Das ist ja auch das Wertvolle und das Schöne an dieser ganzen Geschichte, ja, dass jeder ja seine Erinnerungen damit verbindet. Hamilton, ja, genau. weil natürlich die emotionale Bindung, also es ist auch lustig, wenn ich Leute treffe, die da schon mitgemacht haben bei den Musicals, dann sagen die immer, aber das und das war schon das Beste, oder? Und ich bin jedes Mal so, Ja. Nein, ich weiß nicht, also die Musicals, die waren alle auf ihre Art und Weise super und die Leute waren cool und am Ende ist es ja, das ist ja genau das Schöne daran, dass jeder für sich was rausziehen konnte und das war, glaube ich, auch das Wichtige an dem ganzen Projekt. Also, dass es, man hat halt viele Leute mitgenommen über die ganzen Jahre.
Und man hat ja dann auch wieder Leute gehabt, die halt mitgespielt haben, die sind dann zu den nächsten Shows gekommen, haben dann die neuen unterstützt und so. Also war eigentlich schon echt cool, gell? Ja. Was hat dich am meisten beeindruckt oder was hat dir am meisten Spaß gemacht? Oh Gott, also ja, so am Anfang des Jahres war das alles noch so ein bisschen, das hast du damals auch gesagt, dass das aber bei jedem Musical so war, dass am Anfang die Motivation noch nicht ganz da war. Und das hat sich dann aber eigentlich, als dann die Proben intensiver wurden, hat sich das eigentlich irgendwann einfach gegeben. Also als man dann gemerkt hat, oh, jetzt geht's aber wirklich mal los und jetzt muss man halt tatsächlich auch mal ranklotzen und seinen Text lernen. Weil das geht nicht einfach so nebenher. Ich meine, gut, hat ja nicht jede Rolle gleich viel Text, Ja. aber ein gewisses Grundverständnis für die ganze Geschichte muss man halt schon haben, um seine Rolle dann gekonnt in Szene zu setzen. So. Und Ja. aber am Anfang fand ich dann eigentlich die Probenwoche auf jeden Fall, also die Woche vor den Aufführungen, weil Ja. man da einfach nochmal, da hat man dann gemerkt, jetzt müssen wir aber Gas geben. Also da hat man dann tatsächlich auch den Zusammenhalt richtig gespürt, einfach und auch allein die Aufführungen schon. Also das hat ja bei der Premiere angefangen. Also ich habe bei der Premiere schon geheult, aber einfach weil das für mich so, oh, das war für mich so unwirklich, dass das, wo wir ein Dreivierteljahr, ein ganzes Jahr lang darauf hingearbeitet haben, dass es jetzt tatsächlich Wirklichkeit ist und dass wir tatsächlich Applaus bekommen für das, was wir da machen. Ja. Was da teilweise einige neben ihrem Abschluss noch hingekriegt haben und voll dabei waren, das finde ich einfach mega krass. Und auch das Engagement von dir zum Beispiel oder von allen anderen mitwirkenden Lehrern, Danke. das macht nicht jeder und es hängt sich nicht jeder so rein. Auf keinen Fall. Ja, also Also, das war, ja. das ist tatsächlich so ein bisschen so die Sache. Und das ist auch das Schöne an einem Realschul- oder an einem Schulmusical in Summe, dass es einfach diese Gruppendynamik, die ist natürlich extrem, weil man als Jugendlicher, wenn man noch zur Schule geht, und das dann so das Erstlingsprojekt ist, ja, da ist man irgendwie auch noch nicht so vom Leben abgeklärt, sondern man kann sich da noch emotional drauf einlassen, und das ist einfach eine schöne Sache. Und das war schon, also das war eben genau das, was ich auch gemeint habe, gerade von, wenn ich sage, dass es sich lohnt, sich irgendwie ehrenamtlich einzubringen oder gerade im Bereich mit Jugendlichen, weil das, was man da zurückbekommen kann, auf der emotionalen Ebene, das funktioniert mit Erwachsenen meistens nicht mehr so gut. Die sind dann doch schon zu arg gesellschaftlich approved und so. Also Ja, klar. das war schon irgendwie immer schön. Und ja, also für mich halt jetzt einfach auch die schöne Sache, dass ich jetzt einige Leute habe, die eben weiter bei meinen Projekten dabei sind. Das finde ich natürlich super cool, und für mich war es einfach wichtig, und ich glaube einfach auch jetzt für Neckarsulm oder für die Region hier ist es total gut, wenn Leute, die beispielsweise auf der HGR waren oder halt, weil die Chrissy auch da ist, jetzt auf dem Mönchsee-Gymnasium sind, also wo natürlich Musik auch eine ganz zentrale Rolle spielt, dass die Leute das einfach weitermachen und dass die da dranbleiben, weil das macht unsere Region hier einfach reicher, wenn da mehr Kultur geht und wenn. Ja, also ich finde halt auch Leute, die Kultur machen, die bringen immer auch schon ein großes Stück Idealismus mit, weil sonst macht man das nicht. Das ist ja aus finanziellen Gründen, muss man es meistens nicht machen. Und das ist schon ganz wichtig. Deswegen finde ich das eigentlich eine echt coole Sache. Und also ich freue mich, dass du auch wieder den Weg zurückgefunden hast. Ja, gell? Genau. Ach Mann, ja, cool. Gibt es sonst noch irgendwelche Themen? Also du hast ja vorhin kurz gesagt, dass du nur bei Natürlich Blond den Ton gemischt hast. Ja. Und jetzt will ich mich kurz beschweren, weil Bei nämlich, das mir. weiß ich noch, ja, das weiß ich noch ganz genau. Und es war nämlich bei der Premiere. Und bei der Premiere, also Da ging dein Mikro nicht an. Am genau. Anfang. Ja, ich weiß. Ich komme da Siehst du, ich raus, habe das. ich fange an zu singen und ich merke, das war's. Nein! Ah. Okay, der Stream Und endet jetzt hier. Tschüss, es ist eskaliert. Es tut mir oh. total leid. Ich habe versagt. Und der, ach so, jetzt verstehe ich das erst. Du hast dich vorhin revanchiert, also du bist online gekommen und dein Mikro ging deshalb nicht, um mir eins reinzudrücken. Für Genau. damals. Okay, jetzt habe ich es Ja. verstanden.
Ich habe da neulich mal drüber nachgedacht und letztendlich bin ich eigentlich froh, dass du da bloß nicht gemacht hast, weil wäre nämlich mein Headset hinten aus gewesen, hätte ich gar nichts mehr gemacht. Ja, also ich Das weiß ist tatsächlich, also ich kann mich an die Sache tatsächlich erinnern, aber ich weiß nicht mehr, wie das passieren konnte. Eieiei. Okay, ja, also ich entschuldige mich in aller Form. Es wird nicht mehr vorkommen, zumindest nicht bei Natürlich Blond. Gut. sehr schön. Also, dann gibt's noch, hast du noch was? Nee, ich würde mich gern einfach nochmal bedanken für alles, was du die letzten, das waren ja jetzt über, wie viele Jahre waren es jetzt insgesamt, hast du es gemacht, hast du gesagt? Wann war natürlich bei uns 17, gell? Ja. 2017? Ja, also seit dem ersten Mitspielen waren es 16 Jahre. Also ich, ja, Ja. das hab ich ja damals zu euch gesagt. Ich stand das erste Mal auf der Bühne, als ihr geboren seid. Und ich habe immer noch keinen vollständigen Bartwuchs, ey. Mei. Tja. Ja, nee, ich wollte mich einfach dafür bedanken. Ich will mich auch auf einer ganz anderen persönlichen Ebene noch bei dir bedanken, weil es bei mir tatsächlich so war, ich habe vorher mit Musicals gar nichts am Hut gehabt. Und nach Natürlich Blond stand für mich fest, ich will beruflich in diese Richtung gehen und ich strebe das jetzt mittlerweile immer noch an. Also, ja. Das ist gut. Einfach auch, und Ja. das finde ich auch das Wichtige, einfach wirklich dranbleiben. Das gilt für alle. Wenn ihr da, so wie ich es eben gesagt habe, ja, erster Junge, ja, also überhaupt keine Hauptrolle, ein Solo. Ich habe ein einziges Mal Solo gesungen an der HGR und ich bin jetzt trotzdem einer, der davon leben kann. Ich habe mir natürlich so meine Nische gefunden, aber ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Also der Marcel hat ja auch überlegt, Musical-Darsteller zu werden und jetzt ist er als Drag erfolgreich. Also es muss ja dann auch nicht unbedingt das sein. Ja? Ich glaube, man muss einfach offen bleiben für all die Möglichkeiten, die sich da bieten. Und dann kommt man da schon unter, wenn man es wirklich, wirklich will. Ich drück dir die Daumen. Danke. Nicht unterkriegen lassen. Genau. Ja. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das ist mal ganz kurz. Kann man hier eigentlich, nee, eine zweite Person kann man da nicht dazu schalten, gell? Glaube nicht. Okay. Gut, Darlene, dann vielen Dank auch für den Input, für die Idee, das heute hier zu machen. Und wir sehen uns die Tage ja sowieso nochmal. Bis dahin, mach's schon mal gut. Gut. Hier die. Ja, das war doch jetzt schön. Habt ihr noch Fragen? Gibt es noch Fragen? Oder möchte noch jemand was sagen? Möchte sich noch jemand ausquatschen? Dann wäre jetzt noch die Gelegenheit dazu. Ansonsten ist auch schon why, 22 Uhr. Was ist passiert? What a feeling, la 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 la. Oh Mann. Und für mich abschließend dann vielleicht noch, das war irgendwie ganz krass, sich das anzuschauen. Die Musicals, als ich da nicht mehr auf der Bühne stand und und dann einfach am Ende der Show immer nach vorne zu rennen und trotzdem noch Applaus zu bekommen. Hi! Na? Na? Da bist du. Ah ja, Hammer. Ah ja. Ich bin gerade von der Familienfeier geflüchtet, weil ich dachte, ich muss mich jetzt auch noch mit reinschalten. Ja, voll cool. Geil, gell? Was geht ab? Mein Freund ist da mit seiner ganzen Family. Wir haben unten gegrillt. Ja, und ich habe das halt nebenher die ganze Zeit ein bisschen verfolgt. Wie geht's Ja. dir? Alles gut? Ja, alles bestens. Also im Moment natürlich ein bisschen schwierig, weil es geht ja nichts. Ja, man darf nicht auftreten, man kann auch keine Proben machen. Also ich habe es ja eben schon gesagt, ey, wenn jetzt Musical gewesen wäre in der HGR, das wäre schon Aber echt. echt. Also ich, das war ja auch interessant bei uns, bei Tommy, also bei dem ersten, das ich mitgespielt habe. Und ich glaube, bei We Will Rock You war es ja so, dass es mal so geregnet hat, dass wir Bedenken hatten, ob wir nachher die ganzen Shows überhaupt spielen können. Ja. Und man muss dann aber sagen, das hat ja dann am Ende doch funktioniert. Aber wenn ich jetzt denke, jetzt wäre Musical und es ist Corona und es fällt einfach aus,
Das wäre ja mega. Scheiße, ja. Vor allem, was macht das mit jungen Menschen? Ja, also du hast einmal die Chance und dann. Man probt so lang dafür und dann klappt's nicht. Ja. Ja. Was machst du aktuell noch musikalisch? Ich sehe ab und zu Videos. Ja, so nebenher ein bisschen gerade noch. Ich mache gerade meine Schule, ich mache gerade mein Wirtschaftsfach, wird Vollzeit, also eine Weiterbildung. Deswegen bin ich gerade sehr schulisch eingespannt. Ich habe jetzt bald Prüfungen, die haben sich durch Corona auch verschoben. Aber Martin, ich würde gern wieder mehr machen. Also, falls du mal noch jemand brauchst, sobald meine Ja. Schule rum ist, also ich bin jetzt gerade auch nebenher noch beim Bewerben und so. Jetzt ist dann bald meine Weiterbildung weiter und dann fange ich wieder einen Job an, dann ist wieder ein bisschen ruhiger. Aber sonst so nur für mich daheim auf Hochzeiten so. Ja, Ja. cool. Ja, melde dich, wenn du fertig Ja? bist. Auf jeden Fall. Ja? So wie ich es Ja. gesagt habe, also für mich ist das, man bereitet alle darauf vor, dass sie was Ja. machen können. Und dann, wenn sie soweit sind, dann ist halt so, ah, dann Ja, rennen sie wieder weg. schon. Da, irgendwer Alex hat gemeint, mit Regen kennst du dich aus. Ja, das Ja, hier. schon. Wie, Ja. also jetzt, wo ich dich ja hier gerade live habe, also, wie war das überhaupt mit dem Wasser? Also, ich habe dich das nie Hammer. gefragt. Was? Hammer. Das war Hammer. Also Aber das hat ja ich schon fand gut geflatscht. schon beim Fotoshooting habe ich mir gedacht, boah, das wird geil. Und ich habe es gerade vorhin mit meiner Familie drüber gehabt. Alle haben so gesagt, ja, war das Wasser da nicht so kalt oder so? Ich sage, nee, das war alles voll entspannt. Es war halt dann in der Pause war es ja immer ganz schön hektisch, schnell Haare föhnen, schnell umziehen und so. Aber ich Ja. fand es geil und so also eigentlich eine der geilsten Szenen so in dem ganzen Musical. Doch. Aber wie waren das bei der Daniere? Da war mehr Wasser drin, oder? Ja, ich Also, glaube schon. und Ja. also das hat ja schon, also was ich mir immer gedacht habe, so vom Wasserdruck, weil da kommt ja auf einmal schon richtig Viel, viel Wasser. ja. Weißt du, habe ich mir gedacht, ob sie nicht mal vom Stuhl haut oder so, aber. Und Nee. wir haben ja dann nochmal in Bad Vilbel, oder da, also das war ja diese Bad Vilbel-Produktion, und die Ja. hatten ja fast gar nichts. Das war ja echt so, Ja. puh. Ja, so gar nichts, gell? Und da war es volle Kanne, aber es war immer ganz entspannt. Ja, ich meine, gutes Fotoshooting, das war ja echt auch eins der aufwendigsten Ja. überhaupt, gell? Da hat sich der War Michael Schaffert ja damals auch echt verkünstelt. Ich weiß gar nicht, ja. ob er das Foto hier noch mit drin hat, aber ich glaube nicht. Aber das gibt es ja auf der Homepage, das können wir mal kurz. Und auch in Facebook gibt es auch, also auf der HGR Musical AG gibt es auch so einen kleinen kurzen Videoausschnitt, wie das gemacht wurde, dieses Fotoshooting. Ja. Doch, es war echt cool und aufregend, dahin zu fahren und dann das Fotoshooting zu Ah machen. ja, genau das. So das. Ja, genau. Also das Bild ist echt, echt cool geworden, muss ich sagen. Da bin ich jetzt auch immer noch ganz stolz Ja, drauf. das, sowas haben auch die allerwenigsten von sich, gell? Ja, Das muss man schon. ja. Das stimmt. 2015, ey, puf, auch schon Krass. wieder. Wie die Zeit rennt, gell? Ich habe es gerade vorhin gesagt. Ich habe hier unten meine DVDs gezeigt und habe gesagt, oh, das war so eine schöne Zeit, aber ja. Ja, so ist's. Jetzt sind sie alle erwachsen, Ja. irgendwie. Also volljährig, Oh volljährig. ja. Ach Noch bin ich 20. ja, das ja. Geht ja noch. Naja, voll Aber cool. Ich muss schon sagen, als damals, also ich habe ja schon bei Hairspray mitgemacht und dann Flashdance. Ich habe im Vornherein immer gedacht, ja, so eine Hauptrolle will ich eigentlich nicht. So, ja, schon, ich hätte schon Bock drauf, aber ich war schon so, eher so, zurückhaltend, so. Aber dann habe ich ja die Hauptrolle bekommen. Ich muss ehrlich sagen, für jetzt, für mein zukünftiges Leben, so, hat mir das richtig, richtig viel gebracht. Weil das sagen ja auch ganz viele, dass sie direkt merken, dass ich voll selbstbewusst bin und so. Und mir das voll viel gebracht hat. Und ich glaube, dass es alles durch dieses Musical auch gekommen ist, weil, ja, ich finde, da hat man richtig viel dazugelernt. Und ich meine, ich war nicht mal 16, als das war. Und ich, War das also ich fand, neunte Klasse bei euch, oder wie? genau, neunte, Okay, zehnte, ich glaube, krass. zehnte war das sogar. Ja, Genau. okay. Ja. Oh Doch, Mann, abgefahren. war eine geile Ja. Zeit. Ah, me mega cool, dass du dich reingeklinkt Ja. hast. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und du Ebenso. meldest dich, Ich ja? Das melde mich auf Angebot jeden steht. Fall. Mache Nicht ich. vergessen. Ja, nein. Ciao, Mach's mach's gut. gut, ciao.
Okay, das ist ja, also ich muss sagen, ja, macht richtig Spaß. So, total cool. Alex wollte auch nochmal, glaube ich, gell? Uwe Beste, Grande Finale, hast du deine Sonnenbrille wieder gefunden, hoffe ich. Dum, 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 dum. Ladies and Gents, the one and only Uwe Beste, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht so genau, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ich möchte euch übrigens noch eine Sache, habe ich nämlich hingelegt. Ich war als ich fahre oder bin oft nach London geflogen, weil ich ja so ein Musical-Freak bin. Und dann habe ich mir so ein Buch gekauft. Da sind irgendwie alle Musicals aller Zeiten drin und es ist einfach super cool zu sehen, was ich alles schon miterleben durfte an der HGR. Also ich kenne ganz viele Sachen und hab wirklich schon sehr, sehr viele Chorsätze einstudiert in der Zwischenzeit. Meine Herren, und wenn man dann da reinschaut, denke ich mir, coole Sache. Ja, also anscheinend funktioniert das mit dem Alex jetzt nicht mehr. Sehr schade. Aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Was haben wir da noch? Irgendwie. Letzter Versuch. Ansonsten wird es Zeit fürs Bett. Aber ist ja morgen sowieso, oder? Brückentag, oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung. Als Selbstständiger, also ich habe auch völlig verpasst, dass heute Feiertag ist. Ich stand vor dem Bäcker und dachte mir, aha, heute dann wohl. Hi. Ah, he's back! Bin am Ravioli essen mittlerweile. Oh Ja, das kam Mann. jetzt ein bisschen überraschend. Ja, Ja, Ich kann das boah. nur unterstreichen, das wollte ich nochmal betonen, was die anderen jetzt eigentlich auch geäußert haben. Der Mehrwert, den das Musical für die ganzen Leute gebracht hat, egal wie sie sich beteiligt haben, sei es jetzt auf der Bühne, bei der Technik oder in der Band, egal ob die Leistung da war, die man von einem professionellen Musical-Darsteller oder Technik erwarten würde oder nicht, es prägt einen so unglaublich und es zeigt einem so viele Möglichkeiten auf, was soziale Interaktion angeht, planerische Fähigkeiten, künstlerisches. Es bringt einen so weiter und bringt Leute auch weiter, um das vielleicht gerade nicht zu tun. Ich meine, in der Phase, in dem Ja. Alter hat man so viele Einflüsse, muss so viel kennenlernen und ich glaube, das war eine unglaublich gute Möglichkeit, pädagogisch den Ansatz zu nutzen, so diese soziale Interaktion, den Leuten zu vermitteln. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich weiß, dass ich kein Musiker bin. Ich weiß auch, dass ich nicht auf der Bühne stehen würde. Aber Aber du weißt, ja. dass du auf jeden Fall ohne Probleme eine sexy Sonnenbrille tragen kannst. Ja. Ja, ja. Also das mit dem Selbstbewusstsein hat sich auch bei dir durchgeschlagen, ja. Das Naja, gut, wenn man erwachsen wird, um dich jetzt mal zu zitieren, gell, ja, dann. genau. Nein, aber das, also diesen Punkt finde ich tatsächlich total spannend und das war wirklich für mich auch immer so die Sache, dass ich auch denke, man hat einfach vieles, vieles lernen können, man hat sich ausprobieren können und das ist so für mich auch die, muss ich sagen, wenn ich mir so die Bildungslandschaft anschaue in Deutschland. Tatsächlich für mich so ein bisschen so ein Kritikpunkt, weil ich denke, das wird viel zu wenig gefördert. Und da war das HGR Musical schon ein Leuchtturmprojekt. Einfach. Also es gibt ja auch Schulbücher, in denen das Musical, die Arbeit der Musical AG erwähnt wird. Und was da über die Jahrzehnte einfach erschaffen wurde, und das muss man eben auch den Gründervätern und Müttern zugute halten, muss man einfach sagen, Hut ab, das so kontinuierlich über diese lange Zeit durchzuziehen und was das auch also an Einschnitten fürs Privatleben bedeutet, ja, das darf man eben auch nicht vergessen. Die waren das einfach alle vier mit Leib und Seele und das war einfach eine glückliche Fügung. Sowas gibt es eigentlich, ja, also da muss ja die Chemie auch stimmen, ja, und das war einfach cool und mich hat das total fasziniert und inspiriert. Deswegen wollte ich dann auch Lehrer werden, eigentlich nur um die Musical AG weiterführen zu können. Und dann habe ich gemerkt, ah nee, man muss doch noch unterrichten und dann bist du eben doch nicht geworden. Ja. Aber ja, also als ich heute auf dem Schulhof stand, wenn du mal wieder hier bist, ey, wir können uns nochmal treffen und gehen mal auf den hinteren Schulhof, müssen wir so ein Picknick machen oder so. Sehr gern. Krass, ey. Alle, wo mitgemacht haben, können Ja, gern dabei sein. es ist so krass, da zu stehen und dann so zu denken, was da alles war, keine Ahnung, völlig verrückt. Ja. Absolut, absolut.
Nee, Ich deshalb. meine, so ein riesiges Projekt aus dem Boden zu stampfen, also aus dem Nichts eigentlich zu erschaffen. Ich meine, man hat es ja am besten in der Phase gesehen, wo dieser ganze Schulhof wirklich komplett verwandelt wurde. Und Ja. es war ja wirklich auf einem sehr, sehr hohen professionellen Niveau. Und den Schülern zu ermöglichen, dass man sich daran beteiligen kann, das ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, das war kein günstiges Projekt. Und Nee. einmal bei so etwas Großem mitwirken zu können, ich meine, als 16-Jähriger, 15-Jähriger, 14-Jähriger, das ist halt schon eine gewaltige große Chance und wirkt auch Verantwortungsbewusstsein. Und ja, Also, klingt weißt halt du, gut. ich denke auch so Sachen jetzt, weil du es gesagt hast, was man da noch alles lernt außerhalb der Bühnengeschichte. Weißt du, so dieses, man hat ein Problem und muss dafür eine Lösung finden. Und da ging ja dann schon wirklich was. Und ich finde auch so dieses ganze Thema jetzt bei mir zum Beispiel mit der Tontechnik, Lichttechnik und so, das ging ja immer so irgendwie Hand in Hand. Oder bei dir mit Blood Radio, ich weiß nicht inwieweit, weißt du so, da waren ja auch Leute beteiligt, die halt über das HGR Musical dann kamen. Also dieses Netzwerk am Ende hat es dann halt schon auch gekickt. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Jetzt rein wieder gesellschaftlich global betrachtet, denke ich, genau das ist das Wichtige. Zusammen, es geht einfach nur zusammen, ja. Also allein macht das überhaupt gar keinen Sinn und du musst dieses Team am Laufen halten und da muss ich ehrlich auch sagen, diese Fähigkeit auch vom Leitungsteam zu sagen, weißt du, dann kommt da der Michael Stadler, der zuerst nur die Nebelmaschine bedienen durfte bei Grease, ja. Und der dann irgendwie sich hocharbeitet zum technischen Leiter und auf einmal selbstständig alles plant und sich eigentlich um alles kümmert. Und oder der Martin Renner, der ein Schüler ist und auf einmal dann die Chorleitung macht und dann nachher irgendwie und einfach so dieses, hey, wir geben euch die Möglichkeit und wir helfen euch dabei zu wachsen und euch zu entwickeln. Aber wenn ihr dann soweit seid, dann übertragen wir euch auch Verantwortung. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Ich meine, ich kann auch immer Leute aufbauen und die dann an der langen Arm verhungern lassen irgendwie. Aber das wurde ja nicht gemacht. Und Nee. das ist auch wieder, also für mich, Pädagogik par excellence, weil so geht's eigentlich. Ja, ich muss als Pädagoge, als Leitungsperson, nicht mein Leben lang beweisen, dass es nur ich kann. Ich muss ja Leute befähigen, es auch zu können. Dann habe ich es ja geschafft eigentlich. Die Reife kommt dann vielleicht erst ab einem gewissen Alter und mit einer gewissen Erfahrung. Und viele müssen sich vielleicht jetzt gerade auch bei neuen Projekten oder so erstmal in der Rolle finden, das selbstständig überhaupt erstmal zu errichten. Und dann ist natürlich schwierig, wenn man so selbstständig die Verantwortung über Projekt hat, dann andere gleich schon mit einbeziehen. Ich glaube, es hat auch recht lang gebraucht für das Leitungsteam, sich dann mal wirklich zu öffnen, oder? Man hat ja auch Angst, dass man sein Baby verliert. Ja, also ich habe schon, also ich habe schon ein paar Jahrzehnte, Jahrzehnte sage ich schon, ich habe schon ein paar Jahre gekämpft und mir die, also das ist ja jetzt auch nicht klar, also du gehst ja auch nicht hin und sagst, hi, da bin ich und dann sagen alle, hey super, hier mach mal, sondern beziehungsweise, also zum Teil natürlich schon, aber manche Sachen, da haben wir schon viele Diskussionen geführt und ich war, glaube ich, manchmal auch schon relativ unbequem. Ja, also, Ja, gut. aber am Ende ging es halt irgendwie um die Sache und das hat dann funktioniert und das war dann das, was irgendwie cool war. Und ja, das ist, also muss ich nach wie vor sagen, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Am Ende war es immer sehr wertschätzend und ist es bis heute. Und also für mich, ich meine, ich war ja eh so ein Freak, ja. Ich meine, ich habe ja meine Lehrer zu meinem 18. Geburtstag eingeladen. Ich meine, wir machten sowas. Ja. Ich hatte. Wobei, zu meinem 16. sind auch diverse Lehrer bei mir im Garten gesessen und haben mit uns keinen Alkohol getrunken. Und ja, also ich hatte da sowieso immer schon so eine ganz spezielle, guten Draht zu denen und ja, es war echt cool. Und also ich fand auch den heutigen Abend, muss ich sagen, weil ich würde jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen das Ende einläuten. Ja, ich klinke mich schon mal aus. Du kannst mal deine Abmoderation machen. Danke für die Chance, darüber zu reden. War Alex, echt eine coole Zeit. auch danke. Danke für Ja, alles. Schönen Abend ciao. noch. Ciao miteinander. Ja, vielen herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben und an alle, die sich beteiligt haben. Ich freue mich total, dass ihr dabei gewesen seid, nicht nur beim Musical, sondern auch heute Abend. Und es wird mehrere Streams geben. Renner redet, fängt jetzt erst an. Wenn ihr Lust habt, Themen, Vorschläge oder Wünsche oder dann sagt mir Bescheid, ich bin da völlig flexibel. Es läuft alles ohne Skript, weil wann soll man jetzt die Zeit noch hernehmen, sowas zu skripten?
Also von dem her, seid spontan, seid flexibel, habt Bock drauf. Ich freue mich von euch zu hören. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, bleibt fit und bringt euch gesellschaftlich ein. Das ist wichtig und gut. Schönen Abend, gute Nacht. Ciao.